Wenn wir im Neuen Testament die Erzählung lesen, dass ein Engel der Maria begegnet ist. Viele Menschen erlebe ich, die können damit wenig anfangen. Ist ja auch verständlich. Wenn man so heute in die Kaufhäuser geht, in der Adventszeit, da sieht man so diese kleinen Putten, Engelchen, Ausdruck davon, dass wir eigentlich mit dem Wort Engel kaum noch wirklich etwas anfangen können. Warum steht das in der Bibel mit der Begegnung zwischen dem Engel und Maria? Und der Engel kündigt ihr an, dass sie ein Kind von Gott bekommen wird. Manche Menschen erklären mir, naja, die früher wussten es nicht besser. Das stimmt allerdings nicht. Früher waren die Menschen mindestens genauso weise wie heute und wussten sehr viel schon über die Welt und was sie bewegt. Dennoch haben sie in die Bibel hineingeschrieben, diese Sache mit dem Engel. Warum? Ich glaube, dass das etwas ganz Tiefes damit zu tun hat, was die Menschen damit ausdrücken wollten, was auch uns heute noch bewegen könnte. Und das möchte ich Ihnen in den nächsten Minuten nahebringen. Denn ich glaube, sie wollten damit etwas ausdrücken. Man muss sich ja vorstellen, diese Erzählung mit dem Engel und der Maria, die hat man aufgeschrieben, wenige Jahre nachdem Jesus gelebt hatte, weil die Menschen damit etwas ausdrücken wollten wie ein Geheimnis, ein Staunen. Ein Geheimnis ist kein Rätsel. Bei einem Rätsel weiß man, wenn man die Lösung hat, ist es vorbei und es ist gut. Bei einem Geheimnis ist es anders. Ein Geheimnis, dem kommt man langsam auf die Spur und immer näher und man selbst profitiert vielleicht auch noch davon mit noch mehr Neugierde und noch mehr Staunen. Und so muss es damals gewesen sein, als die Menschen sich überlegten, wie war das mit Jesus? Warum hat der so eine unglaubliche Wirkung auf die Menschen gehabt? Fast wie so ein Sog. Und von diesem Erstaunen erzählt eigentlich der Beginn des Lukas- und des Matthäus-Evangeliums. Denn wir Menschen haben eigentlich in uns ganz tiefe Bedürfnisse und Sehnsüchte danach, Antworten zu bekommen auf wichtige Fragen unseres Lebens. Dazu gibt es zum Beispiel auch Lehrer. Allerdings meistens die erklären uns Dinge, die man messen und berechnen kann. Das ist gut so. Aber für unsere eigentlich tiefen Bedürfnisse nach etwas, was man nicht so beherrschen kann, da gibt es weniger die Bereiche des Wissens, sondern mehr die Bereiche des Ahnens und des Geheimnisses. Und um das geht es ganz besonders zu Beginn des Lukas- und Matthäus-Evangeliums. Die Menschen damals haben geahnt, dass hinter dem, was da aufgetreten ist, nämlich Jesus, etwas ist, ich nenne es einmal ein Staunen. Das Besondere am christlichen Glauben ist, ohne dieses Staunen über Jesus gibt es eigentlich kein Christentum. Mir hat vor kurzem wieder jemand gesagt, Herr Wendorf, ja, ich glaube ja an Gott und ich bin ja auch Christ, aber mit Jesus kann ich nicht so viel anfangen. Da habe ich ihm geantwortet, dann sind Sie eigentlich kein Christ. Das ist das Besondere am Christentum. Das Judentum, das braucht nicht unbedingt Mose. Und der Islam braucht nicht unbedingt Mohammed, auch wenn manche Menschen zu den Menschen des Islam Mohammedaner sagen, das hören sie nicht so recht, weil eigentlich spielt Mohammed dort nicht so eine zentrale Rolle. Aber Jesus ist die zentrale Rolle des Christentums. Zur Zeit, als Jesus gelebt hat, war es noch gar nicht so lange her, da hat man noch verbreitet in dem Land, in dem er lebte, in Israel, an sogenannte Naturreligionen geglaubt. Das waren auch sehr weise Menschen. Die haben gespürt,
dass wir für vieles in unserem Leben sehr dankbar sein können, weil es ein Geschenk ist. Etwa das Leben oder die Liebe, die Gemeinschaft, das Licht oder auch das Wachstum. Bis heute weiß man ja nicht genau, was Wachstum eigentlich ist. Und so haben sie unterschiedliche Gottheiten dafür gehabt, denen sie Dank gezollt haben. Dieses mit den unterschiedlichen Gottheiten kann man noch nachspüren, wenn man den Beginn unserer Bibel des Alten Testaments aufschlägt. Da heißt es in einem der Schöpfungsberichte, und sie überlegten, dass sie einen Menschen schaffen würden. Lasst uns Menschen machen. Da ist es noch einmal, dieses mehrere Gottheiten gemeinsam. Allerdings dann entstand die Weisheit hinter allem, was es auf der Welt gibt, an Kräften, auch für die wir dankbar sein können, gibt es eine Urkraft. Und so entstand einer dieser großen Weltreligionen, das Judentum. Und aus diesem Judentum nun hervorging, man nannte ihn später Religionsstifter Jesus. Allerdings, wenn man sich mal die Geschichte von Jesus anschaut, wie er aufgewachsen ist und all seine Voraussetzungen war überhaupt nicht günstig, um Religionsstifter zu werden. Er entstammte zum Beispiel überhaupt keiner einflussreichen Familie, hatte vermutlich ungefähr 10 Geschwister, wir kennen nur die Namen der Brüder, der Schwestern nicht, das war damals so. Eine fromme Familie, sehr arm, Vater war Bauhandwerker. Bauhandwerker wurde dann auch Jesus selber mit Schwielen an den Händen täglich 12 bis 14 Stunden gearbeitet, um Häuser aufzubauen. Auch entstammte er keiner Oberschicht, sondern hatte harte Arbeit zu tun, hat eigentlich gar keine Zeit, um sich viel mit religiösen Schriften oder auch mit Beziehungen flechten zu beschäftigen. Er kam auch aus keiner großen Stadt, er kam aus einem winzig kleinen Ort, ungefähr 200 Einwohner. Es ging ein kleiner Trampelpfad nach Nazareth. Schlechte Bedingungen für jemand, der eine Weltreligion eigentlich anstiften sollte. Er hatte auch keine Möglichkeit, eine Organisation wie etwa Mohammed zu gründen, hatte gar kein Geld dafür, hatte keine großen Kontakte. Und eins der wichtigsten Nachteile für ihn war, er trat 2, höchstens 3 Jahre auf. Große Religionsstifter wie Buddha zum Beispiel traten über 30 Jahre auf, auch Mohammed 35 Jahre. Und Jesus hat nichts, aber auch gar nichts Schriftliches hinterlassen. Ganz, ganz schlechte Bedingung, um eine Weltreligion zu stiften. Auch wurde er überhaupt nicht alt. Mitte 30 hat man ihn gekreuzigt. Damals war man der Überzeugung, wer nicht alt wird, ist eigentlich kein bedeutender Mensch. Frühzeitig gestorben, Mose wurde 120 Jahre alt. Man dachte damals, wer frühzeitig stirbt, das ist eine Strafe der Götter. Und das Schlimmste, dieser Verbrechertod, Kreuzigung. Damals gab es schon Krimis bei den Römern. Wie heute auch ging es darum, wer ist der Mörder? Und die Helden starben niemals am Kreuz, nicht einmal die Mörder. Das wollte man nicht der damaligen etwas gebildeten High Society zumuten. Kreuzigung galt als die grausamste Strafe, über die man nicht offen gesprochen hat. Wer ein Held war oder ein Märtyrer, der wurde nicht gekreuzigt. Religion ist etwas Gutes, etwas Weises, aber doch nicht etwas für Loser. Schlechteste Voraussetzungen,
das Christentum zu gründen. Aber auf der anderen Seite diese unglaubliche Wirkung von Jesus. Unzählig die Bücher, die über ihn geschrieben wurden. Millionen, man kann in kaum eine Buchhandlung, zumindest Europas und Amerikas, gehen, ohne dass dort ein Buch ist über Jesus. Als ich studiert habe, waren meine Professoren froh, wenn ein, zwei Bücher über sie geschrieben worden sind, von ihnen natürlich mehrere. Über Jesus Millionen, unzählig. Unzählige Lieder, die über sie geschrieben, gedichtet worden sind. Dichtungen, Gebäude. Was hat dieser Jesus alles verändert? Und das Größte, wir ticken nach ihm. Zählen unsere Zeit nach Christi Geburt, auch wenn man sich dabei verzählt hat. Nach wem wird sonst noch die Zeit gemessen? Das heißt, auf der einen Seite hatte Jesus ganz, ganz schlechte Bedingungen und auf der anderen Seite eine so immense Wirkung, dass man davor eigentlich nur staunend stehen kann. Erklären kann man sich das nicht. Und dabei, was wir von Jesus wissen, ist fast nichts. 90% seines Lebens sind im Dunkeln. Als er auftrat, man wusste fast nichts von ihm. Bis heute. Staunen. Und dann, nach ganz wenigen Jahren, nach 2 bis 3 Jahren, fing man an, ihn als Auferstandenen zu verehren, als Erlöser, als Retter der Welt. Und als man sich dazu bekannte, erst vorsichtig, dann immer mehr und immer mehr, begann man diese Menschen zu verfolgen, sie den Löwen vorzuwerfen und sie ließen sich freiwillig den Löwen zum Fraß vorwerfen. Warum? Es begann eine Bewegung, die nicht mehr zu stoppen war. Warum? Eine unglaubliche Bekanntheit dieses Menschen. Vielleicht haben Sie jetzt eine Ahnung, warum im Lukas-Evangelium zu Beginn vor der Geburt von Jesus erzählt wird, dass ein Engel zu Maria kam, ihr erzählt hat, dass sie ein Kind gebären wird von Gott, auch für damalige Verhältnisse. Eigentlich etwas als Erklärung sehr Bekanntes. Jungfrauengeburt war damals üblich, wenn man jemand Außergewöhnliches beschreiben wollte, wie einen Pharao. Der war etwas Besonderes, nicht wie du und ich, sondern von einer Jungfrau geboren, das war üblich. Und das mit dem Engeln war Ausdruck des Staunens. Spüren, da geschieht etwas, was nicht alltäglich ist. Aber was dann passiert, ist noch einmal ganz besonders. Maria beginnt, Gott dafür zu preisen. Sie können es mal im Lukas-Evangelium nachlesen. Maria beginnt, Gott dafür zu preisen, dass er die Niedrigkeit der Magd angesehen hat und die Hohen vom Thron stößt. Dieses Staunen darüber, was Gott an dir und an mir tut, Ungewöhnliches. Und dass er gerade im Geringen, in dem Kuhkaff Nazareth, im Stall, seine Macht zeigt. Was noch besonders ist an dieser Erzählung, sie möchte nicht, dass ich so wie vor einem Gemälde stehe. Mona Lisa, staunen, ach toll. Sondern sie möchte mich einladen, mit hineinzugehen in dieses Gemälde. Auch du darfst das erleben,
dass Gott an dir Ungewöhnliches tut. Sei dafür offen, staune über Gottes reiche Tat an dir. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.